Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ich habe hier erstmal zwei Sachen für euch. Und zwar einmal haben wir jetzt hier mittlerweile das Teil gemacht. Außerdem wird jetzt auch das Rhino hier trainiert. Der Jimmy heißt er mittlerweile. Ich habe den nämlich umbenannt. Und irgendwie kam mir so Jimmy in den Kopf und dachte so, warum nicht, ne? Auf jeden Fall möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die ich richtig feier. Und zwar habe ich gerade eine gewaltige Statue gemacht. Und guckt euch das mal an. Ein riesiger Muffalo, ne? So eine riesige Statue mit einem Muffalo drauf. Ich meine, wie cool ist das? Hier haben wir zum Beispiel eine Gans, ja. Ist, glaube ich, eine Gans, ja. Oder ne. Ja, doch, das ist eine Gans. Auf jeden Fall haben wir hier einen riesigen Muffalo. Und ich finde das einfach so ein kleines Detail, was total cool ist. Ich meine, dass jeder Stil seine eigenen Statuen hat. Und die teilweise auch, wenn du jemanden zum Beispiel in dir eine Kolonie holst und die kommt von einem bestimmten Stamm oder einer bestimmten Ideologie, dass die teilweise zum Beispiel auch so Punkte im Gesicht haben, irgendwie, die habe ich schon mal gesehen. Und das ist einfach total cool. Also ich finde das richtig, richtig cool, weil das einfach, sag ich mal, so ein kleines Detail ist. Ne? So ein kleines Detail, was auf der einen Seite auch wieder Spielwert, sag ich mal, birgt, auf der anderen Seite auch irgendwo so was Eigenes hat. Zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht. Oh, fuck. Fäulnis. Oh, nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht gut. Und vor allem, ich glaube, die springen auch über. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, ich hoffe, die machen das gleich weg. Ja, sehr schön. Haben wir jemanden, der das wegmacht. Können wir auch gleich mal anbauen, verbieten, damit die das erstmal alles wegmachen können. Und wie ihr seht, funktioniert das auch anscheinend. Nicht. So, auf jeden Fall so kleine Details, ne? Ich finde so kleine Details, die machen es auch irgendwo aus, ne? Ich meine, habt ihr zum Beispiel schon mal bei einem Handwerker oder bei einem, jemand, der eine Dienstleistung erbracht hat, so ein kleines Detail gehabt, wo ihr einfach gesagt habt, ey, der mag seinen Job, ne? Der macht das gerne, habe ich das Gefühl. Und genau das Gefühl vermittelt mir auch irgendwo RimWorld und das finde ich auch so toll daran. Ne, ich habe noch so ein anderes Spiel gemacht. Ich möchte jetzt nicht nochmal über die lästern, aber es gibt da so eine Firma, über die ich mich sehr lange, sehr oft aufgeregt habe. Nicht, weil die, sage ich mal, schlechte Menschen sind oder so, sondern weil du merkst, die behandeln das wie ein Job. Das wird wie ein Job behandelt. Es ist ein Job, klar, aber es wird auch wie ein Job behandelt und der Konsument merkt, dass es ein Job ist und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich meine, ich behandle das jetzt zum Beispiel teilweise auch wie ein Job, weil ich mir einfach denke, ne, dass ich eigentlich hier, erstmal kriege ich ein bisschen Geld dafür, ne? Ich werde nicht reich davon, aber genug, um meine Zeit zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite mache ich es gerne. Und da muss man eine gewisse Ernsthaftigkeit auch reinbringen. Das heißt, ne, man kann nicht irgendwie jede Woche mal eine Folge machen oder so. Klar, wenn man im Krankenhaus liegt oder was weiß ich, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe bei RimWorld das Gefühl, die machen das gerne. Die finden das Spiel cool. Die haben wirklich Bock da drauf. Und wenn da ein DLC rauskommt, dann bietet das auch wirklich tolle Inhalte. Und hat irgendwie nicht so 50% Filler-Content drin, sondern dass da so kleine Details sind, wie halt das Ding hier, wo ich mir einfach denke, die haben da Spaß dran, ne? Die wollen einfach, dass sich das gut anfühlt und dass die Leute Freude dran haben. Und nicht nur Geld machen, ne? Klar, die DLCs sind nicht gerade günstig, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem immer ein gutes Gefühl dabei. Und ich bin nirgends mit der Firma in irgendeiner Form affiliated. Ihr findet auch nirgendwo einen Affiliate-Link zu denen von mir. Außer vielleicht irgendwann mal, wenn ich mit denen mal was haben sollte. Was ich nicht glaube. Aber, ne, selbst dann würde ich es euch sagen. Aber ich weiß nicht, ich finde einfach, wie die das machen, wirklich toll. Ne? Wollte ich mal eben kurz gesagt haben. Und ich denke, viele von euch sehen das ähnlich. Und dementsprechend mache ich auch den Content hier sehr gerne. Und da haben wir ein Handelsschiff. Und das ist wirklich gut. Da können wir nämlich was verkaufen. Und zwar das Ding hier zum Beispiel können wir dann verticken. Können wir eben machen. Genau, danke. So, aber das können wir gleich verkaufen hier. So. Da, nehmen wir Julian, weil da kann man nämlich die Statue verkaufen.
So, perfekt. Weil wir kriegen für eine normale Statue auch schon 580. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Aber hier sehen wir wieder Doomsday-Raketenwerfer. Und da merken wir, wie schlecht es eigentlich gerade steht. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, warum denn schlecht, ne? Das Problem ist einfach gerade, dass wir keine Armor haben. Wir haben keine Armor. Und wir brauchen unbedingt Armor. Wir hätten hier noch einen riesen Flachbildfernseher, wäre besser als unser Alter. Schmerzstopper, Beinprothese. Die Beinprothese brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir bionische Beine. Wobei, aktuell haben wir noch keine bionischen. Also erstmal können wir es behalten. Glitzerwelt behalten wir. Bauteile haben wir mehr als genug gerade. Jimmy könnten wir eigentlich verkaufen für 500. Denken wir mal darüber nach, wie sinnvoll wäre Jimmy für uns. Wir können ihn vorschicken. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Jimmy nicht mehr sonderlich viel Daseinsberechtigung hat. Weil Jimmy wird, der wird relativ schnell sterben. Mit den 500 hingegen können wir ein bisschen was machen. Können wir zum Beispiel hier vielleicht gleich noch was kaufen. Ne, 1192 haben wir jetzt, das könnte man zum Beispiel noch einen Doomsday-Raketenwerfer holen. Wäre, glaube ich, sinnvoller. Gerade wenn wir so eine Belagerung oder so brechen müssen. Dementsprechend, ne, haben wir den jetzt mal verkauft hier. Und wir haben auch einmal Fernkampf dabei. Das ist auch sehr, sehr gut. Fähigkeitstrainer Fernkampf. Warte mal, ich habe doch... Achso, das ist Nahkampf. Das ist aber auch okay. Ich habe gedacht, das wäre Fernkampf. Aber Nahkampf ist auch in Ordnung, weil Little Yoshi ist ja unser Nahkämpfer. Und der kann das sehr gut gebrauchen. Hier, drückst du dir ins Auge, mein Freund. Auf jeden Fall, wer die Rüstung bekommen wird, ist ganz klar, das wird der Little Yoshi sein. Und ich denke, dem werde ich auch mal eben kurz eine Rüstung... Ja, wobei, jetzt gerade geht auch nicht. Aber hier zum Beispiel muss mehr passieren. Und ich würde auch sagen, wir werden die Zone hier erweitern. Ihr werdet mich für verrückt halten, aber... Ich würde sogar so weit gehen, das hier ganz hoch zu bauen. Warum ist eigentlich ganz einfach? Weil wir brauchen einfach mehr Money. So, die antiken Geldautomaten müssen weg, das muss weg. Aber es geht ja relativ schnell. So, haben die das verbessert? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall... Müssen wir auch hier mal alles wegmachen. Aber wir sehen, das kann ganz schön lange dauern. Das mache ich jetzt nebenbei einfach mal ein bisschen. Leute, das wievielte Mal wurde jetzt eine Boomerloop zahm? Ich glaube in diesem Run das dritte oder vierte Mal, oder? Ich meine, wollen die mir die ganze Zeit irgendwie eine Boomerloop andrehen? Das ist so, als wenn du jedes Mal zum Einkaufen kommst und die wollen dir da irgendwas gratis schenken. Und du sagst jedes Mal nein. Und jedes Mal wollen sie dir das wieder schenken. Und du sagst jedes Mal nein. Und wieder, und wieder, und wieder. Bis du dann irgendwann dein Gewehr nimmst und alle ab... Okay, das nicht, aber ich glaube, im Spiel mache ich das bald. Weil das ist doch ein bisschen anstrengend, ja? Ein bisschen anstrengend. Bisschen, minimal. Und der Lokutus sollte mal eine bessere Waffe bekommen. Nur haben wir gerade keine. Aber gerade mache ich auch noch Holzskulpturen. Und ich hoffe, da kriegen wir noch ein paar gute. Aber ich denke schon. Ne, trainiert ja gerade. Hier gab es gerade eine Quest, die gar nicht so schlecht ist. Einmal könnte sich Lava anschließen, aber Lava ist ziemlich scheiße. Gequälter Künstler, Vielfraß, Rauschmittel, Interesse. Also... Ja, das ist ziemlich scheiße. Aber der Psylink Neuroformer ist interessant, denn dann können wir ohne eine Aufgabe jemanden einfach ein Level, ne, Dings geben. Das wäre ziemlich cool. Vier Gegner Piraten werden da sein. Würde ich sagen, machen wir.
Genau. Dann müssen wir ungefähr 5 Leute dafür entbehren. Ich würde sagen, das können wir auch mal eben machen. Falls wir in der Zeit angegriffen werden, haben wir ein Problem. Und sagen wir es einfach, wie es ist, ne? Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein ziemliches Problem. Wenn wir in der Zeit angegriffen werden, ja, dann Gnade uns Gott. Aber ich glaube, wir lassen sie hier. Die beiden lassen wir noch hier. Nahkämpfer lassen wir hier. So, 5 Leute sollten reichen. Vielleicht kriegen wir es auch mit 4 hin, aber das ist schon riskant, denke ich. Elf Tage, wir brauchen, ja, 11 Tage jetzt nicht. Wir sollten schon gucken, dass wir hier nicht allzu viel mitnehmen. 1,4 Tage brauchen wir. Ich würde sagen, das ist okay. Wir können im Notfall ja irgendwo anhalten, aber. Oder da auch noch was mitnehmen. Schon in Ordnung. Brauchen schon ein bisschen dahin, aber Neurolink-Dings da ist schon nicht schlecht. Ich habe jetzt keinen davon mitgenommen, weil. Ja, die hätten uns jetzt nicht so viel gebracht, denke ich. Können wir die eigentlich trainieren? Na toll. Ihr seid echt nützlich, wisst ihr das? Mann. Egal, das wird jetzt interessant, weil wie gesagt, in der Zeit sollten keine Angriffe kommen, sonst haben wir ein kleines Problemchen. So, mal gucken. So, jetzt sind sie auch schon da. Was? Nein, hier ist irgendwas mit 49 Kräutermedizin, Rubber. Rubber möchte 9. Okay. Was bietet er uns denn? Die sind ja doch da. Was bietet Rubber uns denn? Rauschmittelfaszination. Okay, Pyromane und Nachteule. Kein guter. Den lassen wir einfach weiterziehen. Ich will den nicht abknallen. Aber hier müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das am besten machen. Wir haben jetzt hier. Zwei Geschütze, wie es aussieht. Ja, zwei verschiedene. Steht da zumindest. Einmal den hier drinnen wahrscheinlich noch irgendwo eins. Das sehen wir nur gerade nicht. Dann haben wir jetzt hier 3 Menschen. Es sind eigentlich 4 drin, ist auch noch einer. Das müssen wir eben kurz gucken, wie wir das am besten machen. So, wir haben jetzt den Kampfbefehl. Für einen Tag sind wir auch stärker. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir können von hier uns eigentlich organisieren, würde ich sagen. So. So geht's natürlich auch. Erster Down. Und sie hauen ab. So. Nicht cool. Gar nicht cool. Allerdings. Wie lange lebst du noch? In 3 Stunden bist du tot. Stabilisier den mal. Entführe. Wir könnten ihn auch entführen. Aber er soll ihn mal eben kurz stabilisieren und dann entführen. Oh, ist das gemein, ey. Oh, ist das fies. Wenn wir den jetzt hier.
Rechter Arm wurde abgeschossen, auch das linke Bein. Wir können ihn ruhig laufen lassen, der wird nicht weit kommen. Der ist in 4 Stunden tot. Das ist das Schöne, wenn man ihn schon so angeschossen hat. Und der schon so angeschlagen ist, der wird nicht weit kommen. Komm, lauf. Du kannst es schaffen. Du kannst es... Okay, du hast es nicht geschafft. Ach, warum hast du es nicht geschafft? Why? Du hättest es schaffen können. Wirklich. Ich habe an dich geglaubt. Wir alle haben an dich geglaubt. Ich meine... Es wäre so einfach gewesen. Ja, wobei... Nehmen wir Harald mal mit. Weil, nee, Julian kann, glaube ich, behandeln, oder? Ja. Der kann ihm gleich einen schönen Handjob geben. Ihr wisst, was ich meine. So. Der wird gleich, ja, 16 Stunden jetzt noch. Ja, perfekt. So, Bezahlung eingetroffen. Sehr schön, da haben wir's. Ich weiß noch nicht, wer den kriegen soll. Ich bin mir noch nicht so zu 100% sicher, muss ich sagen. Wir könnten hier auch mal eben kurz einfach mal rein. Scheiß drauf. Das ist eh nur Schrott. Bauteile nehmen wir mit. Repetiergewehr, Schrotflinte. Na, die Schrotflinte können wir mitnehmen. Da können wir eigentlich alle drei Waffen mitnehmen. Können wir verticken. Oh, Stoff, Muffalo, Wolle. Eigentlich alles Dreck. Aber die hier wurde von der, Leiche getragen, kannst du vergessen. Warum liegen da Sachen von einer... Ach. Warum stelle ich mir überhaupt diese Frage? Wir können auch das Minigeschütz noch mitnehmen und den Löschschaumwerfer. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, den Löschschaumwerfer. Minigeschütz eigentlich nicht unbedingt, aber... Mein Gott, sparen wir ein bisschen was. Komm, verbindet euch. Fusion. Und Rino kann wieder laufen. Wundervoll. Können wir ihn schön die Organe entfernen. Dammit. Ich kann ihm nicht sagen, dass er... es geht leider nicht. Shit. Ich wollte eigentlich sagen, dass er halt während der Karawane operiert wird, aber es geht nicht. Ja. In unserem Gebiet hier sind Mechanoiden gelandet. Was nicht sonderlich schön ist. Und ich muss mir mal Gedanken machen, wie wir diese Gefahr dann ausmerzen. Und vor allem, wenn die da unten erscheinen, wenn sie zurückkommen, was ich hoffentlich, tun sie das nicht von unten. Da müssen wir mal gucken. Ich denke, die kommen von oben, aber... Who knows? Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, das wird ganz schön hart hier. Und ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich dann auch. Könnt ihr euch schon mal... Könnt ihr euch mal Gedanken machen, wie genau werden wir das hier schaffen? Werden wir es schaffen? Vielleicht sterben wir. Mal sehen. Könnt ihr euch Gedanken machen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.